Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil The Darkseid Chronicles. Willkommen, meine lieben Friends, zum ultimativen Finale von Darkseid Chronicles. Willkommen zum letzten Kapitel, Kapitel 5 von Operation Javier. Let's go, Leute, let's go. Wir haben im letzten Part erfahren, wo die ganzen verschwundenen Mädchen hin sind. Im ersten Kapitel hat man ja auch ganz viele Plakate von verschwundenen Mädchen gesehen, die vermisst werden. Und jetzt weiß man auch, was mit denen passiert ist. Die wurden alle Opfer von Javiers Experimenten, nur um irgendwie die Organe in Manuela zu transplantieren oder sowas, nur damit der Virus in ihr stabil bleibt und sie nicht irgendwie mutiert oder sowas. Und das natürlich 15 Jahre lang. Also die haben das sich nicht so einfach gemacht, wie Alexia es gemacht hat, dass sie 15 Jahre lang in so einem Kälteschlaf irgendwie ist oder sowas, ne? Man hat ihr einfach ständig irgendwie neue Organe transplantiert oder sowas, wie ich das verstanden habe. Ach ja, stimmt, und im letzten Part bin ich auch nicht drauf eingegangen. Dieses Riesenvieh, was sie im letzten Part bekämpft haben, ist anscheinend doch tatsächlich die Mutter von Manuela gewesen. Also eigentlich auch Javiers Frau. Das, ja, eigentlich dachte man, die wäre tot, aber anscheinend ist sie zu einem riesigen Monster mutiert und anscheinend hat sie das erst bemerkt und gecheckt, nachdem sie dieses Monster eh schon erledigt war. Und es hat Tränen vergossen. Richtig, richtig traurig. Alter, das hat ihr eigener Vater mit ihr gemacht. Alter, das ist einfach nur krank und deswegen legen wir ihn heute das Handwerk. Und ja, Krauser wurde auch verletzt am Arm. Wer den letzten Part nicht gesehen hat, sollte zurückschalten, denn das ist schon irgendwo ein wichtiger Abschnitt für Teil 4 gewesen. Denke ich mal, wahrscheinlich, ungefähr, ein bisschen. Deswegen finde ich auch, Darkseid Chronicles ist ein wichtiger Abschnitt, bevor man Teil 4 spielt, damit man versteht, wer dieser Typ hier ist. Warum die sich kennen und weshalb die jetzt Rivalen sind, bla. Aber hier ist es noch ein cooles Team. Let's go, Leute, auf zum großen Finale. Mit Leon S. Kennedy. Sooner, Hilda. Stupid Americans. You think you can defeat it, don't you? But you forget that when you look into the depths of the abyss, it swallows you whole. Ah, Scheiße. Das sieht übel aus. We lost Javier. We need some air support. Let's go. What the? Hässlich! Was bist du denn für ein Hässler? Richtig hässlich! Ah! Oh, Scheiße! Das hat mich erwischt! Lass mich los! Oi!
Was zum Teufel? I say we fall back for now and recoup before moving on. Agreed. Look! Over there! A hidden passage? Oh Gott, ey, aber der Arm von Krauser sieht auch übel aus. Let's hurry. Ja, komm, beeilen wir uns. What the hell is going on up there? What the fuck? Was war das eben? Es kommt! Ah, scheiße! Ich kann nicht ausweichen. Over there. Cash! Noch mehr Cash. Ich brauche ganz viel Cash. Manuela! Komm! Oh shit. Fall back! Go! Take cover! Get better! Ihr fucking Vater! Es ist einfach Javier. Das ist ja einfach. Ja, das hat diese Pflanze in diesem Gartenhaus bewirkt. Dass sie sich einfach miteinander vereinen und mutieren. Das ist so krank. Der Typ ist wahnsinnig. Geh mal kacken. Shit! Na komm, wird Stress? Heilige Scheiße, okay. Manuela kennt das gleiche wie Alexia es konnte. Das Blut ist bei ihr so heiß, dass es anfängt zu verbrennen, wenn sie es durch die Gegend. Manuela?
Max joints! You won't be able to move! He's your servant, done! Come on! Das Blut bei ihr ist so heiß, dass es anfängt zu brennen, wenn sie es durch die Gegend streut. Oder wenn sie es auf etwas streut. Zum Beispiel auf ihren eigenen Vater. Heftig. Und sie ist immer noch menschlich. Das ist doch mal positiv. Ah, scheiße. Wir erledigen dich! Es sei denn, du erledigst mich, aber das wollen wir ja mal nicht hoffen, ne? Es ist vorbei, Javier! Ah! Boah, ich werde dich verbrennen! Na los, bring es zu Ende. Ein für alle Mal. Hässlich. Geh weg. Doch. Ja stimmt, die darf auch nicht unendlich damit mit ihrem Blut durch die Gegend spritzen, ne? Die verliert natürlich Blut dadurch, ne? Die verliert natürlich mehr Blut im Körper. Ja, schießen sie einfach. Ja, okay. Ah, scheiße. Ist schon okay, lassen Sie sie kämpfen. Aber ist auch nicht schön, wenn man dabei draufgehen könnte, ne? Eventuell. Das kann die nämlich auch. Die kann auch dadurch sterben. Das wollen wir nicht. Wie viele kommen denn noch? So, komm! Okay, jetzt reicht's. Du Hässler! Oh, scheiße. Das hätte ich nicht tun sollen. Ich bin aber auch ein Held. Ich habe die coolste Waffe nicht aufgerüstet, ne? Nicht ausgerüstet. Die Magnum. Ich bin auch ein Held. Vor allem beim großen Finale. Achso, da bringt das nichts. Okay. Na komm. Bringen wir es zu Ende, Javier. What is this?
What's happening? My body! Veronica! It's consuming me! Mother! The virus is taking over! I knew there was no way anybody could control it! Ja. Da hat Javier sich wohl überschätzt. Das Virus kann niemand vollständig kontrollieren. Scheiße! Oh, fuck! Oh, das war unsere Chance. Scheiße, ich hab die Chance verpasst. Beenden wir es, Javier. Sag auf Wiedersehen. Losing too much blood. Maybe... maybe it's for the best. For this way... I will never lose my soul. Manuela. Why did Manuela never lose her conscience? Was it something genetic? Or was she sustained by this land that's so rich with life? The virus continues to grow, altering its form, strengthening perpetually until the day it can be destroyed in our bodies, in our souls. The Dark Side Chronicles. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben den Final Boss besiegt. Wir haben Javier besiegt, erledigt, endgültig. Und haben aber das Ende erreicht, was ich nicht haben wollte. Wir haben, ich hab's euch vorher gesagt, sie kann sterben. Sie kann sterben, wenn sie zu viel Blut rausspritzt. Und ja, ich hab vergessen, wie schnell man da sein muss. Nein, das habe ich nicht mit Absicht gemacht, wirklich nicht. Ich habe es nur total vergessen. Ich dachte, das würde irgendwie deutlicher werden, aber anscheinend, nee. Ich habe es total übersehen. Jetzt haben wir das schlechte Ende bekommen. Scheiße.
Ja, das wird, das lasse ich aber, das lasse ich natürlich nicht so stehen. Ich werde das Level gleich mit euch nochmal von vorne spielen. Also zumindest, ich werde nur den Endkampf dann mit euch dann reinschneiden. Den Endkampf mit Javier. Und dann machen wir es auf der schnelleren Art und Weise. Dann werden wir alle starken Waffen, die wir haben, bei ihm reinpumpen, was das Zeug hält. Einfach damit er down geht. So schnell wie möglich. Das werden wir tun. Auf jeden Fall. Ja, aber Leute, mein Fazit zum Game. Es ist ein cooles Railgun-Shooter-Game. Das auf jeden Fall. Das kann man nicht anders sagen. Das kann man nicht anders beschreiten. Auf jeden Fall. Und, ja, was soll ich sagen? Ich find's auf jeden Fall cool, dass sie Resident Evil 2 und Code Veronica da noch mit eingebaut haben. So, ne? Und ich finde, was ich am meisten natürlich feiere, ist, dass die Zwischensequenzen auch animiert sind. So richtig, richtig schön. Jetzt mal ohne Scheiß, daraus hätte man auch einen Animationsfilm machen können, ganz ehrlich. Zu der damaligen Zeit. Ich meine, jetzt in der jetzigen Zeit, da würden die Animationen wahrscheinlich tausendmal besser aussehen. Und auch die ganzen Charaktere. Also deutlich detaillierter wahrscheinlich. Aber zu der Zeit, da war das ja doch richtig krasse Animation und wie das alles aussah, ne? Das war richtig filmreif eigentlich so, ne? Ja, finde ich ein bisschen schade, dass es davon keine Animationsserie gibt von diesen Hauptteilen, von Teil 2 und Code Veronica oder auch Operation Javier. Daraus hätte man wirklich einen coolen Animationsfilm machen können, jetzt mal ohne Scheiß. Eigentlich schon, oder? Warum gibt es das nicht, Capcom? Gib uns das. Ja, aber ja, das liegt ganz immer an denen, was die da verfilmen wollen. Danke für dieses wunderschöne Spiel, Capcom. Alles klar, damit haben wir dieses Kapitel abgeschlossen. Endgültig. Aber nicht zufrieden. Also werden wir es direkt neu starten und das richtige Ende machen, das richtige Ende erreichen. Indem wir diesen Boss so schnell wie möglich besiegen, wie es nur geht und halt mit den stärksten Waffen ever. Okay, ich habe das auf Rang S, also habe ich das eigentlich eh geschafft. Man könnte sich auch die Zwischensequenzen reinziehen, aber nee, ich will es schon richtig machen mit euch. Ne, ich will, dass wir das richtig machen, dass wir das richtig schön cool machen. Okay, rüsten wir uns auf mit allem, was wir haben und wir sehen uns beim Endkampf. Fire!
Willkommen zurück! Übrigens. Ja, Leute, willkommen zurück. Willkommen zurück beim Finale! Wow! Hätte ich es beinahe vergessen zu kommentieren, so konzentriert war ich gerade. Willkommen zurück zum Finale und diesmal machen wir es richtig! Jetzt müssen wir uns noch nicht unbedingt beeilen, weil, jetzt spritzt Manuela noch kein Blut von sich. Aber danach. Hässlich! Geh down, Junge! Wir müssen es aber schaffen! Haben wir vorhin auch geschafft! Shit! Oh, mein Kopf! Alles klar. Jetzt ist Beeilung gefragt. Ja, komm. Ich kann nicht. Schnell, wir machen ihn fertig. Diesmal richtig. Und diesmal wird sie nicht sterben. Ah, Scheiße. Geht down. Keep going like this for much longer. Let's check out the rest. Oh, jetzt kommt wieder sowas. Noch mehr. Oh Gott, immer noch mehr. Ich bin auch so blöd und heile mich. Ich will eben was gucken, ob ich kurz mal die Waffen wechseln kann. Nämlich damit. Zum Beispiel. Eventuell. Oder? Doch. Ja, noch kann ich das. Das war daneben. Scheiße. Okay, warte. Wait. So. So.
Ah, du Arsch. Ah, okay, das ist nicht gut. Erwischt! Ja, ja. Diesmal schaffen wir es, Leute. Diesmal schaffen wir es. Genau. Sieht wirklich aus wie bei Resident Evil 4. Wie bei Salazar oder... Oder Resident Evil 5. Wie heißt der? Ricardo Irving. Alles voll nachempfunden. Dass man so eklig, dass da noch ein bisschen menschliches Gesicht da rausguckt, ey. Ja, ja. Es ist vorbei, Javier. Es ist vorbei. Hier! Friss meinen Raketenwerfer! Friss! Ich sagte... Oh. Ja, ja, komm, ich hab noch. Ich hab noch Schuss. Es ist leer. Sag auf Wiedersehen, Javier. Ein für alle Mal. I should have died with my father. No. No one should have died down there. Besides, you've got an obligation to live. For the sake of the girls living inside you. Manuela was later taken into custody by the US government. She was put under strict surveillance. But so far, there have been no reports of any changes to her body. Krauser's arm never fully healed, and he was forced to leave the army. Where he went, no one knows. Why did Manuela never lose her conscience? Was it something genetic? Or was she sustained by this land that's so rich with life? The virus continues to grow, altering its form, strengthening perpetually until the day it can be destroyed in our bodies, in our souls. The Darkside Chronicles. Oh Gott, Leute, da haben wir es zum zweiten Mal durch. Oh, let's go, Alter. Let's go. Was habe ich mit meinem Let's go? Nein, wir haben das gute Ende jetzt nun erreicht. Ja, Manuela ist nicht tot. Sie ist nicht gestorben. Das ist eigentlich auch das offizielle Ende. Manuela wird streng überwacht. Man weiß ja nie, ob sie trotzdem dennoch mutiert. Aber man will ja sicher gehen und sowas, ne? Aber solange sie in guten Händen ist, ist alles gut. Und, ja. Ja, aber jetzt wisst ihr auch, was mit Krauser ist dann. Er, die Wunde, er wohl ist dadurch nicht infiziert worden durch ein Virus oder sowas, auch nicht durch den Veronica-Virus. Es war einfach nur eine sehr starke Wunde, die gar nicht mehr richtig anscheinend eigenständig heilen konnte. Also die heilte nie vollständig. Sein Arm war teilweise hinüber anscheinend. So dass er die Armee jetzt nun verlassen musste. Das ist natürlich ein bisschen
ärgerlich für jemanden wie ihm, der wahrscheinlich jahrelang bei der Armee gearbeitet hat und Dutzende von Missionen hinter sich gehabt hat, ne? Das ist, glaube ich, ziemlich ärgerlich für ihn. Aber, boah, habt ihr jetzt gesehen am Ende diesen richtig übelst bösen Blick, diesen richtig hasserfüllten Blick zu Leon, den er zu Leon gemacht hat? Also, wo Leon weggeguckt hat? Alter. Ja, da merkt man schon, das überspringe ich jetzt mal, weil das kennen wir ja alle schon. Die ganzen Credits. Da merkt man schon, ja, Krauser, der findet Leon doch irgendwie nicht so mehr so toll wie am Anfang, ne? Die am Anfang, wo die sich noch die Hand gegeben haben und gesagt haben, Zeit ein paar Ärsche zu treten, ne? So irgendwie, ne? Ja, der ist jetzt irgendwie doch noch anders. Also irgendwie, wie soll man sagen? Ja, er hat so andere Ansichten, würde ich mal sagen, ne? Und findet Leon jetzt mittlerweile anscheinend ziemlich, ziemlich doll kacke. Und ja, zusätzlich, ja, hat er sein... Ja, ist irgendwas mit seinem Arm passiert. Was dann eventuell auch dann wirklich so sein kann, dass man ihn in Teil 4 irgendeinen Lastplager-Parasiten eingepflanzt hat. So dass er sein Arm wieder vollständig geheilt ist und er seinen Arm jetzt immer mutieren kann. Also, soweit ich gehört habe, kann sein Arm mutieren, aber er kann das auch wieder zurückverwandeln in normal. Soweit ich zumindest gehört habe. Irgendwo mal. Vielleicht irre ich mich ja auch total, keine Ahnung. Ja, genau. Und Operation Javier haben wir geschafft, aber hier gibt es noch ein Zusatzkapitel. Und das ist nämlich... Hä? Kapitel 6 und 7? Kapitel 6 und 7? Gibt es davon zwei Kapitel? Achso, wahrscheinlich, ja. Könnte gut sein. Ja doch, gibt es. Es gibt zwei Kapitel davon. Leute, aber... Ja. Das machen wir... Im nächsten Part. Das Play ist noch nicht vorbei. Es geht noch vielleicht 2-3 Parts weiter. Danach ist es vorbei. Leute, ich bedanke mich aber bei euch wieder herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder bei Resident Evil The Dark Side Chronicles. Bis dann. Ciao.